Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute ist es mal wieder an der Zeit für eure Decks, meine Meinung. Und diesmal habe ich hier ein Deck von jemandem aus der Community. Ja, den kenne ich da schon ein bisschen länger. Pumper Kobold auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank schon mal für dein Deck. Ich hatte selber hier schon eine Liste mit Felinara EX. Und dann habe ich aber gesehen, oh Mann, hier aber in Discord ist die Liste auch. Und die ist aber, also die, nein, es ist eine andere Liste. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, dann nehme ich mal hier deine und teste mal das Ganze. Denn man sieht hier, das ist eine interessante Kombi. Aber ich glaube, um Felinara zu verstehen, müssen wir erstmal hier Felinara erklären. Vor allem auch wir, ne? Als ob ich mehrere Persönlichkeiten hätte, habe ich natürlich nicht. Phase 1 Pokémon entwickelt sich aus Evoli. Psycho-Pokémon, Terra kristallisiert, 270 KP. Der erste Angriff, eine Psycho und zwei Farblose für den magischen Charme, 160 Schaden und während des nächsten Zuges deines Gegners die vom verteidigenden Pokémon eingesetzten Attacken 100 Schadenspunkte weniger zu. Und der zweite Angriff, der auch hier in dem Deck tatsächlich genutzt werden kann, ist Angelit. Und zwar eine Wasser, ein Elektro, eine Psycho-Energie. Wähle zwei Pokémon auf der Bank deines Gegners, mische jene Pokémon und alle angelegten Karten in das Deck deines Gegners. Wenn eins deiner Pokémon während deines letzten Zuges Angelit eingesetzt hat, kann die Attacke nicht eingesetzt werden. Ist ein interessanter Bankhitter. Ne? Normalerweise haben wir Dinge, die auf der Bank treffen, die Schaden machen. Hier, Felinara sagt sich, die mischen wir mal wieder rein. Und der magische Charme ist auch nicht schlecht, denn tatsächlich ist auch das Wording von Felinara sehr interessant. Denn hier steht, sie während des nächsten Zuges deines Gegners fügen die vom verteidigenden Pokémon eingesetzten Attacken. Das heißt, damit dieser Effekt weggeht, musst du auch theoretisch wieder das Felinara wegkriegen. Weil es gibt ja auch andere Wordings, wie zum Beispiel, das blende ich euch mal ein, das Hisui Viscogon Faustar. So, das blende ich euch jetzt gerade ein. Cataphil denkt hoffentlich dran. Mit dem rollenden Eisen. Da steht zum Beispiel, während des nächsten Zuges deines Gegners werden diesen Pokémon die Attacken durch Attacken 80 Schadenspunkte weniger zugefügt. Und hier ist es halt eben dieses vom verteidigenden Pokémon eingesetzten Attacken. Ne? Sodass du bei Viscogon Faustar einfach nur dein Pokémon tauschen musstest, einmal Switcherino machen und dann ist der Effekt wieder weg. Aber hier liegt der Effekt quasi, ja, wenn du so willst, halt auf allen Pokémon. Und das macht es eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Gut, wie spielt denn der gute Pumper Kobold das Ganze hier? Wir haben hier einmal eine Beatori EX, ist glaube ich ganz klassisch zum Kartenziehen, eine Tauboss Engine, um Karten rauszusuchen. Und wir haben die Variante, die ja nicht so persönlich meint ist, aber mit der ich jetzt umgehen muss. Zwirfenst, Zwirlicht 3, 1, Zwirklopp und hier dreimal Zwirfenst. Also wir müssen damit spielen. Es geht nicht anders, aber ich glaube, es geht auch wirklich darum, einfach die, ja, die richtigen Leute dann mit dem Angelit auch wegzumischen und die richtigen Leute hiermit auszunocken. Eisenbündel auch nochmal, um zu switchen. Also es ist schon, es wurde schon so gebaut, dass man den Angelit intelligent einsetzen kann. So, und dann haben wir natürlich noch jede Menge Trainerkarten hier und auch ein funkelnder Kristall, der auch wichtig ist, weil funkelnder Kristall und einmal Matt reicht zum Beispiel auch aus, um Angelit dann in einem Turn fertig zu kriegen. Welches Evoli verwenden wir? Wir haben das Evoli hier, 70 KP, bunte Freunde. Durchsuche dein Deck nach bis zu drei Pokémon verschiedenen Typs, zeige sie dem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Passt auch zum Beispiel ziemlich gut hier. Wir haben Psycho, Dunkel, Elektro, Wasser, farblos. Also es ist, ja, es ist alles drin, gefühlt. Und sonst haben wir zwei Nestball, drei dicke Freunde Knurs. Das ist halt vielleicht ein bisschen wenig. Da müssen wir gucken, wie wir den Start hinkriegen. Aber das ist halt, das ist immer so den Trade, den du hast, ne? Also gucken wir mal, wir gehen rein und wer einen Rotom hat, der will auch anfangen, weil wir auch sowieso entwickeln wollen. Also wir wollen Erster sein. Dann würde ich sagen, gehe ich rein. Ich muss auch sagen, ich finde es auch immer sehr cool, wenn die Leute selber eine schöne Selbsterkenntnis für ihre Decks haben. Deswegen möchte ich einfach mal vorlesen, was der gute Pumper Kobold in Discord noch dazu zugeschrieben hat. Habe mittlerweile viel daran rumprobiert und es ist super witzig. Mein Rekord waren 4 Kilia in einem Turn vom Brett zu nehmen und wenn man den Aufbau gut schafft, hat man ein gutes Matchup gegen Stage 2 Decks. Bei Azudlades ist es ein VSL, also ein 60-40 für das Deck.
gegen Basis-Pokémon ist das Matchup eher schwierig. Durch das viele Bomben der Geister ist auch ein Ursaluna teils ärgerlich. Also insgesamt kein Metadeck, aber eine nette Variante von Control. Ja, und ich finde, das beschreibt es doch schon mal sehr gut. Wir haben jetzt hier das Standard Lurak. Arcani-Deck, was es gibt. Wir haben aber auch ein Rotom. Wir haben jetzt zweimal dicke Freunde Knosp. Das ist natürlich der Oberhammer. Da haben wir ja theoretisch alles, was wir brauchen. Und dann können wir hier... Ich weiß ja, was er spielt. Da kann ersten Turn nichts passieren. Lass uns einfach zweimal Zwirlicht nehmen. Da kann nichts passieren. Er kann das Evoli nicht kaputt machen und er kann auch das Taubsi nicht kaputt machen. Das ist natürlich jetzt doll, es ist jetzt hier so ein Standarddeck. So, wir haben Pepper, damit kriegen wir auch ein Sonderbonbon, was auch nice ist. Und dann können wir tatsächlich anfangen. Jetzt kommt wahrscheinlich die Feuerspitze, genau. Es ist natürlich jetzt sehr süß, aber es ist natürlich auch gut zu sehen, wenn da mal so eine Standarddecks sind. Und die Frage ist, tja, wie machen wir es? Wir könnten das Glumanda wegschießen, das wäre ziemlich cool, aber ich denke, als allererstes holen wir uns ein Sonderbonbon und ein Waldsiegelstein wird auch im Deck sein. Na, ist aber in den Preiskarten, so wie es aussieht. Dann brauchen wir einen funkelnden Kristall und dann gehen wir natürlich erstmal Tauboss. So, Tauboss ist wichtig, vor allem kriegen wir auch den eigentlich jetzt nicht zurückgezogen, aber das ist auch okay. Und dann holen wir uns mit Tauboss, wo wir uns denn da? Wir könnten das Felinara schon entwickeln, ne? Zwirklopp reicht nicht aus, um ihn zu besiegen. Zwirfinst haben wir auch nicht. Das heißt, ich glaube, im besten Fall können wir jetzt einfach das Felinara vorbereiten. Damit das einfach schon mal langsam safe ist. Felinara... Dann kriegt das Felinara eine Psychoenergie. Und falls er mir meinen Spaß wegmischt, kriegt das auch schon den funkelnden Kristall. Ja. Ich weiß, das Beatori liegt jetzt drin und er könnte sich jetzt einen schönen Two-Prizer nehmen, aber das ist dann jetzt so. Ne? Müssen wir mit umgehen. Ist jetzt halt Pech. So. Aber da kommt nichts. Noch eine Feuerspitze. Das ist natürlich auch interessant. Da ist nichts. Okay, jetzt könnten wir tatsächlich mit dem Control ihn ordentlich ärgern. Aber haben wir sowas wie Tausch drin? Wir haben einen Prime Catcher, aber ich glaube auch der ist in den Preiskarten, ne? Wir gucken erstmal durch mit Tauboss, was wir kriegen. Aber ich glaube, der ist in den Preiskarten. Ja, auch der Prime Catcher ist in den Preiskarten. Und wir haben nichts, um zu tauschen. Eisenbündel wäre die Variante, um zu tauschen, ne? Das ist ja wild. Das heißt, wir können diese Runde wieder nicht angreifen. Das ist echt langsam. Obwohl, wir können einfach Match spielen. Muss langsam mal was holen. Wir holen einfach einen Zwirtklopp. Dass wir schon mal einen entwickeln. Und dann spielen wir einfach Matt. Weil, warum machen wir das? Mit Matt können wir uns jetzt... Ach, wir haben eigentlich alles. Oder wir machen mal so. Und dann... Was nehmen wir auf die Hand? Das nehmen wir auf die Hand und die Wasserenergie, die legen wir an ihn an. So, und dann, ich meine, wenn er jetzt nichts weiter hat, ne? Er hat ja nichts weiter. Wollen wir einfach Angelit einsetzen? Und einfach mal anfangen zu kontrollieren? Ja, ne? Ich meine, wozu haben wir den Angriff? Let's go, Angelit. Und dann kommt der rein und der rein. Und dann ist er dran. Wenn er jetzt nämlich jetzt kein Glurak hat, können wir mit dem Felinara
ihn natürlich ordentlich ärgern und das Glumanda kaputt machen. Oder, ah ne, wir können jetzt Angelied nicht nochmal einsetzen. Hat er jetzt einen Sonderbonbon auf der Hand? Ah ne, da ist noch, ja, okay, seht ihr? Er hat kein Draw. Das ist natürlich, ist wirklich eine coole Art des Controls. Und da kommt die Feuerspitze, aber das bringt ihm natürlich nichts. Wenn er jetzt noch eine Energie anlegt. Ich weiß nicht, ob er das Bedifas auf der Hand hat. Das kann sein. Aber wir könnten ja auch Sonderbonbon Zwirfinst. Und dann machen wir einfach die beiden kaputt. Haltet ihr davon? Also Pepper, Sonderbonbon. Dann holen wir uns einen Zwirfinst. Und dann machen wir seinen Draw komplett kaputt. So kann man es machen, ne? Zack, zack. Und dann erstmal hier die verfluchte Explosion. Rums. 130. Dann ist der besiegt. Er kriegt natürlich eine Preiskarte mehr. Also er hat eine Handkarte mehr dann, aber... Besonders schlimm ist es jetzt nicht für uns. Wir kriegen hier auch eine. Aber wir waren trotzdem ganz schön langsam, was den Aufbau anging, ne? Irgendwie trotzdem langsam. Aber... Das ist halt die Frage, ob man eigentlich ein zweites, wie die Nara sich doch hätte aufbauen wollen. Aber wir machen es jetzt einfach so. Und wir haben ja nur zwei Preise genommen. Und das heißt, sein Glurak wird nichts machen können. Vor allem muss er es jetzt nach vorne legen und das hat total die Rückzugskosten. Und jetzt hat er natürlich ein Pokémon. Aber wollen wir ihn weiter ärgern? Ja, oder? Ach ne, wir haben gewonnen. Okay, wir haben gewonnen. Wir nehmen jetzt nämlich einfach einen Zwirfinst. Wenn wir es da nicht gehabt hätten, hätten wir es auch an den Preiskarten nehmen können. Zwirfinst. Weil wir machen ja 160, ne? Genau. Dann verfluchte Explosion. Machen den hinten kaputt. Er kriegt noch eine Preiskarte. Und dann das strahlende Glurak. Ja, so kann man kontrollieren. Ist halt auch viel Control, weil du halt eben das Taubos auch mit drin hast, ne? Ist schon cool. Trotzdem fand ich, waren wir natürlich gerade beim Anfang sehr langsam. Und die Bank ist sehr schnell sehr voll. Wenn dein Felinara kaputt ist, muss man gucken, wie man es weiter aufbaut. Da ist der Siegestein. Na gut, gehen wir mal in die nächste Runde. So, aber wir sind wieder Erster, was cool ist. Vielleicht kommen wir auf Rotom, Pepper, der ganze Kram. Ihr habt ja den Aufbau schon gesehen, ne? Du willst eine Evoli, du willst einen Taubsi. Oh, das ist eigentlich ein cooler Start. Wenn wir ein Basis-Pokémon hätten. Haben wir aber nicht. Eisenbündel. Wollen wir Rotom nach vorne legen? Ja, komm. Weil wir können halt die Fähigkeit von Eisenbündel nicht einsetzen, ne? Können die Fähigkeit von Eisenbündel nicht einsetzen, wenn er nicht auf der Bank ist. Ui, Bridoradon EX. Okay, da bin ich gespannt. Das wird nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Wir haben nur einen Hyperball. Nur einen Hyperball. Er kann nächste Runde nicht entwickeln. Ja, dann machen wir es nämlich folgendermaßen. Ich werde auch kein Taubos nächste Runde haben, aber ich kann ihn ärgern. Wenn er es nicht hinkriegt, ein zweites Duraludon hinzulegen, dann ist es für mich gut, weil dann kann ich mit Zwirfinst ihn platt machen. Aber das ist ein... Wir werden sehen. Wenn er einen Nestball hat oder ein zweites Duraludon, dann ist es natürlich soweit. Beatori hat er schon mal da. Würdengefäß hat er auch da. Okay. Noch ein Ödengefäß. Pokémon-Fänger. Bin mal gespannt, welche Liste er spielt. Aber vielleicht spielt er ja die Liste, die ich auch spiele. Überball. Jetzt ist halt die Frage, ob er sich einen Duraludon holt. Ah ne, das Strahlende. Okay.
Aber das ist tatsächlich dann, sofern er nicht ein zweites Duraludon spielt, ist alles okay. Ah, okay. Ja, jetzt wird's schlimm. Ja, jetzt ist schlimm. Ey, er spielt meine Liste. Lol. Boah, er hat einfach alles First Turn. Er hat einfach alles. Ja, da können wir eigentlich aufgeben. Weil wir brauchen Ewigkeiten. Ja, das war übel. Das ist richtig übel, Leute. Das ist schon wirklich übel. Weil wir haben ja einen dicke Freunde Knosp. Ich weiß, dass er sowas wie Pokémon Fänger und auch Befehl vom Boss und so spielt. Mein Rotom wird nächste Runde wahrscheinlich gehen. Dann kriegt er schon zwei Preiskarten. Boah, schon ärgerlich. Aber wenn ich keinen Main Attacker habe, dann ist es auch blöd. Wenn ich jetzt mit Zwirfins den besiege, kampfunfähig mache, dann kann er drei Karten extra ziehen. Weil wir könnten ja trotzdem den spielen. Trotzdem einen Waldsiegelstein einsetzen. Ja, okay, ich weiß aber, wie wir ihn noch weiter ärgern können, tatsächlich. Okay, wir haben eine Variante, wie wir ihn ärgern können. Passt mal auf, wir machen das so hier. Also. So, wir knocken den aus. Und dann muss er einen nach vorne legen. Er kriegt eine Preiskarte mehr. Ja, er wird, ja. Ist nicht cool, aber ist halt so, ne? Wird klopp, okay. So, jetzt muss er einen nach vorne legen, genau, und dann kann ich jetzt nämlich Eisenbündel spielen und dann muss er einen anderen nach vorne legen. Und dann muss er nämlich dem eine Energie attachen, die wenigsten spielen Switch. Und er braucht eine Energie, damit er dann sein Redinkan tauschen kann. Und dann können wir schon mal eins der Evolis was geben und können... Wir könnten über Sternalchemie noch einen dicke Freunde Knosp holen und nochmal einen Taubsi... Zwirrlicht, ne? Aber dann habe ich auch nichts weiter, was ich raussuchen kann an Karten. Boah, nee, das ist auch übel. Das heißt... Sternalchemie. Wir müssen das jetzt einsetzen, weil er macht es ja eh kaputt. Und auch wenn wir Pepper jetzt nicht benutzen können, so blöd wie es ist, wir brauchen Pepper in next turn. Und dann ziehen wir nochmal drei. Ah ja, das ist halt übel. Aber wir haben das Beste gemacht, was ging, um ihn zu ärgern. Mehr war nicht möglich. So. 10 Karten. Aber die meisten spielen kein Switch. So, er kann sein Bridoradon jetzt vielleicht hinten fertig machen, ne? Das Ding ist halt... Genau, er kann jetzt da, aber das Redinkant liegt immer noch vorne. Das heißt, es kommt ein Duraludon. Und eine Superangel. Und jetzt kommen die beiden wieder rein, okay.
er spielt einen Switch. Nein. Er spielt tatsächlich einen Switch. Vor allem spielt er auch kein Pokémon anscheinend, oder was? Lol, er spielt tatsächlich einen Switch. Das hätte ich ja nicht gedacht. Oh, und ein Befehl vom Boss. Ja, okay. Also, ich hätte es doch anders machen müssen. Ich hätte ein weiteres Taubsi holen müssen. Ja, come on. Absolut bitter, aber was soll ich machen? So kann man nicht kontrollieren, Leute. Das ist nicht die Art, wie man Control spielen will. So, wir brauchen Ödengefäß und funkelnder Kristall. Hyperball haben wir. Da können wir hier den ablegen und... Ja, wir können ihn jetzt tatsächlich doch ganz schön ärgern. Was ziemlich cool ist. Will ich mein Taubos ablegen? Vielleicht will ich auch mein Taubos loswerden, was soll's. Wir haben jetzt Felinara. Wir können jetzt den Angelit-Angriff machen. Vor allem können wir jetzt einfach Konterfänge den rein entwickeln. Funkelnder Kristall. Zwirrlicht. Wir haben leider keine Energie im Ablagestapel, aber das ist dann so. Und dann holen wir uns jetzt einfach Psycho und einfach noch eine Psycho. Gut. Okay. Und dann können wir nämlich jetzt den Angelit-Angriff machen. Und können seine beiden Main-Attacker wegmischen. So, die muss er jetzt erstmal wieder aufbauen. Ich meine, das kriegt man hin. Ja, da ist ein Duraludon. Man kann auch ein bisschen Karten ziehen. Ach, er spielt es mit vollem Metalllabor. Auch interessant. Ach, Pokémon-Fänge. Zahl. Danke. Hat er einen Bridoradon im Ablagestapel? Nee, hat er nicht. Aber dann hat er vielleicht eins auf der Hand. So, jetzt ist natürlich das Problem, wir können Angelit nicht einsetzen. Aber wir können den entwickeln. Und wir können eigentlich dem schon mal eine Energie geben. Und dann machen wir jetzt halt 160. So. Jetzt können wir Angelit nächste Runde wieder einsetzen, ne? Ja, und er spielt einfach Double Switch, ey. Er spielt einfach Double Switch. Können wir bitte den Top-Deck-Konterfänger haben wieder? Oh komm, Top-Deck-Konterfänger, bitte. Das wäre großartig. Schon eine krasse Runde jetzt. Es ist auf jeden Fall, wir dürfen nicht vergessen, Bridoradon wird ein Metadeck definitiv. Das werden viele spielen, da müssen wir uns nichts vormachen. Okay, noch ein Duraludon. Falls ich jetzt wieder was wegmische, ne? Oh, come on. Ach, come on. Er hat aber auch ein sehr gutes... Also er hat auch schon viel Glück, muss man auch dazu sagen. Wie oft jetzt hier die Top-Forschung kam und so. Also, naja. Naja, naja. Aber das, ja, kann passieren, ne? It can happen. Störturm. Ja. Ach, wir haben sogar Schwäche. Ja gut, na dann ist ja eh vorbei. Wenn wir Schwäche haben, dann ist eh vorbei. Ich dachte, er überlebt noch eine Runde. Aber so haben wir jetzt halt verloren, ne? Weil was sollen wir jetzt machen? Wir haben jetzt können nichts machen. Genau, es wäre jetzt eine Enigmara oder sowas, wäre das, was gehen würde. Naja, haben wir halt verloren, ne? Okay. Interessanter Start.
Wir sind Erste. Ich weiß nicht, ob er ein Deck spielt, was viel auf Attack geht. Das heißt, wir könnten entweder risky gehen, Taubsi nach vorne legen, hoffen, dass er es nicht one-shotten kann. Gehen wir risky? Ja, gehen wir. Komm. Komm, wir sind mutig. Komm. Wir sind einfach mutig. Was haltet ihr davon? Schauen wir mal. Ja, das ist ein Gran Fogita Deck. Das wird mich nicht erste Runde. Das wird nicht das Taubsi one-shotten können. Das ist sehr gut. Der braucht ein. Ah, da braucht er eigentlich auch den ersten Zug, den er jetzt nicht bekommt. Und dadurch ist das nicht so schlimm. Wir sind Erster. Wir haben einen Sonderbonbon. Wir haben einen Taubos. Ja, eigentlich alles da, was man haben will. Naja, noch ein dicke Freunde-Knusp wäre noch cool. Wenn wir noch ein dicke Freunde-Knusp. Oder Nestball. Nestball nehme ich auch. Eine können wir nachziehen. Ja, okay. I'm fine damit. So. Ah, nee, er fängt an. Hä, habe ich nicht aufgepasst? Ich habe nicht aufgepasst. Stark, Philipp. Philipp, stark. Oh mein Gott. Wie habe ich denn das nicht gelesen? Möchte als Erster dran sein. Ja, dann habe ich einfach den Namen da nicht ordentlich gelesen. Das ist schlecht für mich. Ja, das war wirklich bad. Weil dann hätte natürlich das andere drin liegen müssen. Oh, jetzt ist es natürlich richtig übel. Aber ich kann dafür Pepper dicke Freunde Knusp holen. Ja, doch, es ist gar nicht so übel tatsächlich. Ich weine schon wieder sehr rum. Für Dinge, die gar nicht so schlimm sind. Dicke Freunde Knusp. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Nestball. Wir können gerne übrigens nochmal durchgucken. Zwei Rotum. Licht. Einmal. Zwei davon. Wie viel Felinaras? Natürlich haben wir nur ein Felinara. Aber sonst ist. Oh Gott. Und von den Energien sieht das auch schlimm aus. Ja, obwohl, wir haben ja zwei auf der Hand. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Dann Rotom. Rotom mit Is. Könnten ja angreifen, aber warum sollen wir dem 20 Schaden machen, ne? Dann gehen wir lieber für. So. So. Und dann Waldsiegelstein. Und ich glaube, damit egal was passiert, ne? Wir werden jetzt einfach noch ein dicke Freunde-Knurs polen. Und einfach das zweite Felinara spielen. Das war das zweite Evoli. Einfach, damit er mir meinen Gameplan nicht kaputt machen kann. Mein gut, eine Psychoenergie müssen wir ihn anlegen. Aber so, und dann beenden wir den Zug und ziehen drei. Und das ist okay. Gut, dann schauen wir mal. Was kann das eigentlich hier? Finks führen. Durchsuche dein Deck nach einer Unterstützerkarte, zeige sie dem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Nicht ganz so prall. Ist halt ein Attack, ist halt eine Fähigkeit. Aber das wäre auch ziemlich OP. Ich glaube, es hängt wahrscheinlich von diesem Phase 2 ab. Keine Ahnung, was das macht. Was macht er jetzt hier? Schau, du hast kein Deck an. Du kannst dir eine Karte auf die Hand nehmen, wenn du es nicht machst. Ach so, wie eine Tracking-Schuhe, der Angriff. Okay. So, ich habe natürlich wieder sehr viel Angst gehabt um nichts. Wir haben alles das, was wir brauchen. Würde sagen, Pepper, funkelnder Kristall, ne? Pepper, funkelnder Kristall? Ja, ne? Ich glaube, das ist eine gute Variante. Pepper. Und mit dem Pepper kriegen wir den funkelnden Kristall. Und dann gucken wir mal, was wir noch Schönes mit dem Pepper kriegen. Pepper. Vielleicht auch eine Karte, die wir ablegen können. Ob ein Ödengefäß vielleicht noch ganz sinnvoll wäre. Brauchen wir nirgendwo Sauger in seinem Gameplan hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht.
Ach, hier komm, wir legen einfach deine dicke Freunde-Knus ab. Warum ablegen? Weil ich natürlich Hyperball spielen muss. Und eigentlich möchte ich das Zwirrlicht behalten. Aber den Sonderbonbon können wir ablegen, ne? Obwohl das Sonderbonbon hinten für das andere Zwirrlicht gut wäre. Das behalten wir doch mal. Und dann holen wir uns jetzt nämlich Fidinara. Dann kommt Fidinara. Funkelnder Kristall. Und Taubos Rückzug. So, und es ist ja ein Control-Deck, also kontrollieren wir natürlich auch und sagen einfach, ja, der und der wird schon mal reingemischt. Gut. Dann ist er dran. Pokestop. Nestball. Oh, da ist ein Beatori wieder. Aber das Coole ist halt, er musste jetzt halt den Nestball für Beatori wieder einsetzen, ne? Aua. Ja, noch ein dicke Freunde-Knosp. Natürlich ist jetzt auch die Überlegung, je nachdem, was wir ziehen, könnten wir das Beatori kaputt machen, das wäre wichtig. Oh, das ist ja wirklich sehr gut. Wir gehen einfach Konterfänge. Müssen wir überhaupt den Sonderbonbon einsetzen? Hyperball. Ja, obwohl, wir können auch uns trotzdem machen, ne? Hyperball. Sonderbonbon können wir halt behalten, falls uns das irgendwie weggemischt wird. Und dann gehen wir zu Befinst. Und dann machen wir so und so. Und dann... okay. Also, wir hätten damit quasi das Beatori angeschlagen. Er hätte eine Preiskarte weniger bekommen und mit dem Tauboss hätten wir uns einen Konterfänger rausgesucht. Ne? Weil wir haben ja eine Preiskarte abgegeben. Wäre 6 zu 5, Konterfänger, Beatori rein und dann mit dem Fidinara 160 Schaden machen. Beatori wäre besiegt, wir hätten zwei Preiskarten bekommen. Next Turn wieder Angelit 2 reinmischen. Ich glaube, das ist ein cooles Control-Deck. Ich glaube trotzdem nicht, dass es so stark ist wie zum Beispiel Relaxum oder so. Aber es ist ein sehr cooles Control-Deck, ne? Und das Deck, das Format heißt ja hier Eure Decks, meine Meinung. Das heißt, jetzt kommt hier nochmal meine unglaublich professionelle und natürlich absolut zu 100% ernstnehmende Wertschätzung und Einschätzung vor allem für das Deck Pumperkobold. Also, ich glaube, bei so viel Pepper und so vielen Pokémon, die Einrückzugskosten haben, muss ein Rettungsboard rein. Das ist aber auch das Einzige, was man auch reinpacken müsste. Die Frage ist, was nimmt man weg? Ich weiß nicht, ob man so sehr die Superangel braucht. Oder zwei Nachttragen. Die Superangel hast du ja drin, wahrscheinlich, weil du nur ein Fidinara hast. Zwei Fidinara. Ich glaube, ich würde die Superangel wegnehmen. Eine Nacht... Und wahrscheinlich noch ein Hyperball. Hyperball, Superangel weg und dafür einen Rettungsboard reinnehmen und ein Fidinara mehr. Fidinara EX. Das ist aber auch nur meine Einschätzung, deswegen gebe ich dem jetzt für den Deckbau eine 4,5 von 5, weil ich natürlich behaupte, meine Variante ist dann viel besser, aber ihr habt sie gesehen, es hat trotzdem Spaß gemacht. Deswegen Spaß, 5 von 5 ist cool, macht Spaß, schaut in die Videobeschreibung, da ist es definitiv drin. Aber Meta, habt ihr ja schon gesehen, Bridoradon konnte da relativ leicht drum herum spielen. Und ich denke auch andere Meta-Decks, es sind halt eben die Stage 2, wie du schon selber geschrieben hast, die gegen das ziemlich cool ist. Aber bei so Basis-Pokémon, vor allem sowas wie Furienblitz oder so, na komm. Furienblitz, Ogerpon, machen wir uns nichts vor, das wird sehr schwer. Ne? Also sagen wir einfach 3 von 5. Einfach auch noch, weil es einen gewissen Überraschungsfaktor immer noch hat. Gut, ich denke, das ist es mit der Bewertung. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Wenn du Bock hast, dass dein Deck mal vorgestellt wird, komm auf den Discord und poste dein Deck in Eure Decks, meine Meinung. Und dann
Gucken wir mal, vielleicht stelle ich ja auch beim nächsten Mal dein Deck vor. Bedanke mich. Abo und Like kann man geben.